Alter, jetzt habe ich mir hier die Flasche ausgekippt, hier auf meine Füße. Oh, fuck. Das ist scheiße. Ah, alles nass. Das hallo, liebe Sim Racing und Rennsport-Fans und ein ganz herzliches Willkommen im Online Sportcar Championships in Moosport. Hallo, Tommy. Hallo, Patrick. Ich habe mir gerade hier Wasser auf meine Füße gekippt. Ich muss bestimmt gleich Pipi machen. Egal. Jetzt schneid's raus, ja? Oh, sorry, hab vergessen rauszuschneiden. Gut, hoffentlich gibt's keinen kurzen beim Fahren. Ey, das ist... Das ist hier... Boah, okay. Ich weiß jetzt nicht, wo überall Wasser hingekommen ist. Egal. So. Zurück zum zum Rennen. So. Jetzt mal hier Qualifying Setup laden. Ich wollte eigentlich gucken, wo ich gelandet bin. Ja, ich bin schon wieder hier im Top-Split, wie es aussieht, oder? Topf-Split. Ach, da siehst du hier nur Division 1 ja. Und Division 2. Casey Kirwan. Wer? Casey Kirwan. Ja. Der Mann ohne Stirn. Der Mann. Ja, da fährt er wieder. Oha. So. Ja. Da ist er wieder. So, ich fahr jetzt aber erstmal. So. So, und da ist die Qualifikation auch schon gestartet. Schauen wir mal, was der Tom in diesem knüppelharten Feld rausholen kann. Wenn man bedenkt, hier Split 1 und wenn man das Rating der anderen sieht, dann denke ich mal, wird das heute ein ziemlich hartes Rennen für Tom. Ich vermute, ich werde wieder hinterherfahren hier. So, da ist die erste Quali-Runde auch schon geschafft. Ende 1-9-3-7-9. Ah ja, gar nicht so übel. Kurs hier, einer der Lieblingskurse vom Tommy, hat er auch schon gewonnen im GT3. Und da kommt der Tommy auch schon um die Ecke. Eine 1-8-8-7-7. 8, leider. Keine Platzverbesserung oder Positions... Drittletzter. Uah. Ist ja nichts Neues hier. Aber Tommy, wenn du 6-6er wirst, bist du schon in Pluspunkt. Okay, wo siehst du das? Echt beim Overlay. Das Rennen ist lang, da kann noch so einiges passieren heute. Wenn du jetzt als 8er ins Ziel kommen würdest, hättest du 12 Minuspunkte. Okay. Außerdem ist das ja hier Tommys Lieblingstrack und gerade hier die zweite Kurve, da fliegen viele ab. Na, weil die vor dir, die haben alle bedeutend höheres Rating. Ja, ich muss mal gerade hier auf die Startnummer schauen. Obwohl, ja warte mal, nee, 33, 34, 35, 36, 37, also da sind schon ein paar. LMP2 ist dabei. Das scheint wahrscheinlich, oh, das sieht mir aus, als wenn das alle LMP2 sind hier. Also, es gibt keine LMP2s im zweiten Split oder halt die ganz, ich hoffe mal, dass das hier mit den Überrundungen gut klappt, ne? Das ist ja hier. Also zwei, drei Runden auf so einer Strecke schnell fahren können viele. Aber eine Dreiviertelstunde konzentriert auf der Strecke das Auto zu halten bei dem Verkehr. Boah. Guck mal, der schnellste LMP2 ist fast genauso schnell wie der langsamste LMAA. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und das nötige Rennglück.
Ja. 30 Runden, dann muss man in der Box. Das Racecar macht sich auf die Reise. In der Top-Klasse auf Pole Position Martin Neetlik. Auf P2 haben wir dann Will Lyon. Auf P3 Casey Kirwan. P4 Daniel R. Dinsdale. Und die Top 5 schließt Mattis Mitjen ab. In der LMP2-Klasse haben wir Nathan Uhr auf Pole Position. Vor Ruben Rodriguez-Cortez. Auf P3 Jonathan C. Kuslin. Auf P4 haben wir dann Mario Hernandez und auf P5 Blaise Andrich. Und in der GT3-Klasse auf Pole Marc Calvor vor Christoph Biam. P3 Joao F. Magalhães. P4 Higo Oliveira und auf P5 haben wir Mattia Übertalli. Das Pacecar ist abgebogen und das Feld kommt so langsam Richtung Start- und Ziellinie. Casey Kirwan lauert hier. Der Mann mit dem höchsten Rating, 8800. Pacecar ist abgebogen. Professioneller E-NASCAR-Fahrer und da ist die grüne Flagge draußen. Und Martin Nedeljek gibt hier sofort Gas. Casey Kirwan überholt direkt Will Lyon, setzt sich auf die zweite Position. Dahinter schon eine kleine Lücke. Mattis Mitjen ein Stück dahinter, schon fast eine halbe Sekunde. Wow. Ansonsten hier der Start, alles super geglückt. Nathan Uhr auch gleich in Front gegangen. Dahinter Jonathan C. Kuslin hat sich vorbeigesetzt. Tommy hier auch spitze weggekommen. Liegt allerdings auf dem 9. Platz. Und da die GT3-Klasse, Marc Calvor direkt nach vorn vor Christoph Wärm. Und Higo Oliveira hat sich auf den 3. Platz nach vorgeschlichen. Joao Magalhães fällt hier immer weiter zurück. Aber alles scheint gut gegangen zu sein. Bisher noch keine Aus- oder Unfälle zu verzeichnen. Auch hier die LMDH-Klasse. Es war alles noch ganz dicht beisammen, aber alles auf Kurs. Daniel hält hier seine Konkurrenten etwas auf. Oh, was ich in der Kurve aufgeholt habe, hast du das gerade gesehen? Nee. So. P8 hier, Harry Trapper, direkt hinter ihm Tom Abromaitis auf Platz 9. Tommy ist wie alle anderen auch super weggekommen, hat allerdings am Start einen Platz verloren an den Konkurrenten. Nichtsdestotrotz, das Rennen ist noch lang, 45 Minuten und auch hier in der GT3-Klasse. Marc Calvor vorneweg, schon ein kleiner Abstand zu Christoph Biam und Higo Oliveira auf Platz 3. Dann haben wir hier auf Platz 7 den Mattia Übertalli von P5 gestartet. Hier hinten Nils Henkes hat den Diogo Afonso überholt. Das ganze Feld bisher blitzsauber, noch keinerlei Zwischenfälle zu verzeichnen. Hier Nathan Jue konnte sich jetzt schon 2 Sekunden vom Rest des Feldes absetzen. Wahnsinn, Jammer, Jonathan C. Kuslin. Direkt hinten dran Ruben Rodriguez-Cortez und Mario Hernandez. Jetzt ist der Ruben vorbeigegangen. Tolle Kämpfe hier in der LMP2-Klasse um die Podestplätze. Zwischen P5 und 6 jetzt auch schon eine kleine Lücke aufgerissen. Und Tommy hier auf P9 ganz dicht dran an Sam Worley. Nach hinten 1,5 Sekunden Abstand zu Laurent Dumont. Hier vorne Martin Nedeljek und es gab schon den ersten kleinen Zwischenfall. Da schauen wir gleich mal hin. Wir haben hier José Miguel. Wir gucken jetzt mal, was hier so passiert. Oh, 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 oh. Beide Runde. Kalte Reifen und erstmal direkt hinten anstellen. So. Ja. Von Position 7 zurückgereicht, ne? Nathan Jue, der LMP2-Leader, jetzt schon fast 3 Sekunden Vorsprung vor seinen Gegnern. Hier Mario Hernandez jetzt an Kevin Cox vorbeigegangen. Blaise Aldrich auf 6, auf 7, Dusan Magyar. P8 haben wir Sam Worley, P9 dann immer noch der Tommy, P10 Laurent Dumont. Und hier die GT3-Klasse Marc Calvor, Christoph Jamm und Igor Oliveira, die Top 3. Dahinter dann Cemil Yakdizoglu und auf P5 Peter Spikeman. Hier Harry Trapper auf P7 in der LMDH-Klasse. Direkt hinter ihm Tom Abromaitis und davor Daniel R. Dinsdale. Hier haben wir den Tom mal im Bild. Das vordere Mittelfeld hier der LMDH-Klasse. Alles ganz dicht beisammen. Bis auf den kleinen Zwischenfall vorhin noch keinerlei gröbere Unfälle. Und niemand hat hier irgendjemanden weggeräumt bis hierher. Wahnsinn, super. Hier Mario Hernandez jagt hier Jonathan C. Kuslin, der jetzt nach vorne abreißen lassen muss. Dahinter hier Kevin Cox, der letzte in den Top 5, wird direkt verfolgt von Blaise Aldrich und dann schon eine kleine Lücke zu Dusan Magyar. Tolles Racing hier in Moosburg und alles bisher fair und sauber. Da vorne ein kleiner Ausritt von Mario Hernandez. Tommy hängt noch auf P9 fest.
einen kleinen Abstand nach vorn, hat aber insgesamt die Pace der anderen. Und es ist ja noch lange nicht aller Tage Abend. Guckt sich hier den Kampf von Sam Worley und Dusan Mark hier vor ihm an, die hier um die 7. Position kämpfen. Toller Zweikampf. Hart, eng und fair. Dusan kann sich vor dem Sam behaupten. Dadurch Tommy natürlich wieder ein Stück näher gekommen. Der Abstand nach hinten zu Jürgen Kainz beträgt über 3 Sekunden. Und hier vorne Casey Kirwan, ja, den Martin Neppencheck. Da haben wir Gabe Zamora im Bild. P11 in der GT3-Klasse steckt hier mitten im Überrundungsverkehr. Und bisher läuft hier das Rennen für alle mehr als super. Da sieht man hier auch mal eindrucksvoll die großen Geschwindigkeitsunterschiede. Wir haben jetzt gerade die Runde 4 und die LMDHs überrunden hier schon die GT3s. Wahnsinn. Und ich will mal hoffen, dass ich in dem ganzen Durcheinander den Überblick nicht verliere. Gar nicht so einfach für die GT3-Fahrer, wenn hier links und rechts die Fahrzeuge vorbeigeschossen kommen. Hier auf P3 Will Lein und Mattis Widjen direkt dahinter kämpfen sich hier durch die GT3-Fahrer. Neil Higgins hier im lila BMW macht da schön Platz. P8 in der GT3-Klasse versucht irgendwie den Abstand zu Mattia Ubertalini zu groß werden zu lassen. In dem ganzen Durcheinander des Überrundungsverkehrs gab es jetzt einen Führungswechsel. Casey Kirwan ist jetzt in Front gegangen und führt hier vor Martin Neppecek, die jetzt gerade den GT3-Leader überrunden. Mark Calver immer noch auf P1, 1,2 Sekunden vor Christoph Biam. Mal schauen, jetzt wird sich der Casey auf und davon machen. Und es gab im hinteren Feld einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen. So, wen haben wir jetzt? Nächster Incident wieder. Gabe Zamora. Oh. Der kommt. Ach du Schande. Oh, bitte nicht einschlagen. Oh, Glück gehabt. Oh, doch nicht. Doch kein Glück gehabt. Oh, wie ärgerlich. Das war auf jeden Fall ein Überrundungsvorgang. Ja, mit die den LMDHs. Martin hier ganz, ganz dicht dran an Casey. Versucht sich den Platz an der Sonne zurückzuholen. Aber Casey macht das hier ganz geschickt. Teilt sich gut. Beiden haben sich jetzt schon 3,5 Sekunden abgesetzt von Will Lyon. Hier Mattis Widjen verliert auch immer mehr an Position. Dahinter Jan Nosek, Harry Trapper und Daniel R. Dinsdale auf P7. Julien Ribot. GT3. Geht jetzt hier vorbei an Tom Abromates. Tommy hängt hier immer noch auf P9 fest und es gab wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt anschauen. Neil Higgins. Der BMW. BMW hat sich aus dem Porsche Cup verabschiedet. Kommt auf den Curb drauf und dann geht's nur noch geradeaus in die Mauer. Das ist ein übler Einschlag. Au, au, der haut aber ordentlich rein da. Holy Mother of God! Gabe Zamora immer noch auf P11, allerdings jetzt weit zurückgefallen. Jetzt kommen die nach dem Zwischenfall, der ihm eilt ist. Steckt hier mitten im Überrundungsverkehr. Jammer, Neil Higgins fährt jetzt dem Feld hinterher. Casey und Martin haben sich jetzt schon 4 Sekunden vom Rest des Feldes abgesetzt. Ihr seht hier, Will Lyon sieht hier einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her. Mattis Widjen, Jan Nosek und Harry Trapper. Und dahinter dann Daniel R. Dinsdale. Danach eine 4,5 Sekunden Lücke zum Rest des Feldes, die wir hier alle im Bild haben. Hier auf P12 der letzte der LMDH-Klasse, der Mark D. Harris. Dann haben wir hier Mark Calver. Und hier Mark Calver, Leader der GT3-Klasse. Und hier in der GT3-Klasse gab es einen Zwischenfall, den müssen wir uns direkt jetzt mal anschauen. Higo Oliveira. Ah, boah, wird aber ordentlich hier. Oh, wird aber ordentlich. Vom Cemil Yagicoglu weggeschossen. Ist der Dritter? Der ist Dritter, ja. Und Cemil Yagicoglu ist Vierter. Mir scheint hier nach anfänglichem Frieden wird jetzt doch hier der Holzhammer bei einigen ausgepackt. Diogo Afonso im bunten Porsche geht jetzt hier aus dem Windschatten raus, versucht hier sich im Mattia Ubertalli zurechtzulegen. Innen. Schöner Zweikampf. Mattia Ubertalli außen, kann sich aber behaupten. Jetzt hier Seite an Seite geht es hier auf die Start- und Zielgerade. Toller und fairer Zweikampf um die Position 6 im GT3-Feld. Jetzt ist der Diogo vorbeigegangen. Hat hier Platz gut gemacht. Von außen kommen die LMP2s. Blaise Andrich, Sam Worley, Dusan Magier, Thomas Silbernagel und Jürgen Kainz. Schon 2 Sekunden weiter weg von den ganzen Jungs hier. Tommy kann die ganze Zeit an dem Feld dranbleiben und die Pace mitgehen. Sehr, sehr schön. Der Naturkurs hier in Kanada, der liegt Tommy, der jetzt hier an Stephen Place vorbeigeht. P8 in der GT3-Klasse. Oh, und da lag einer. Da gab es einen Zwischenfall, den müssen wir uns gleich mal anschauen. Wir haben hier Jonathan Gusslin auf P3 und Kevin Cox auf P4 in der LMP2-Wertung. Oh, 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 ach du Schande.
Kevin Cox fährt seinen Vordermann hinten rein und hier hinten. Oh, jetzt hier geht's gleich richtig rund. Okay, ein Baum, Baum. Der Jonathan. Der steht dann mit Mario Hernandez zusammen und sorgt hier für reichlich Durcheinander. Und wir haben es oben gerade noch gesehen. Mario Hernandez ist dann später nochmal ausgeritten und hat das Auto jetzt abgestellt. Oh, hier leichtes Gedränge. Martinetti Check versucht hier an dem Nils Higgins vorbeizugehen, hat er jetzt auch geschafft. Rubbing is Racing, nichts passiert. Hier der Führende der LMP2-Klasse. 6 Sekunden Vorsprung vor Ruben Rodriguez Cortes, der allerdings auch schon 3 Sekunden vor Kevin Cox hat. Nathan, für alle zur Info, hat hier 6.800er Rating. Der fährt hier alles in Grund und Boden. Hier haben wir Kevin Cox mal im Bild. Der drittplatzierte 4.400er Rating hat den Unfall von vorhin überlebt. Und jetzt hier Christoph Viamme ist irgendwo an Mark Calver vorbeigegangen. Das Überholmanöver haben wir leider in den Röhren nicht gesehen. Damit in der GT3-Klasse jetzt Christoph Viamme auf P1 vor Mark Calver und Cemil Yaglitsoglu. Hier auch ein schöner Zweikampf um den letzten Top-5-Platz in der LMDH-Klasse. Ja, Nosek kämpft hier mit dem Mathis Wittjen um P4 und 5. Die Jungs hier vorne haben alle über 5000er Rating. Wahnsinn. Mathis hat hier noch lange nicht aufgegeben. Geht jetzt wieder nach innen und kämpft sich vorbei. Wieder auf P4. Mathis Wittjen und dahinter ja Nosek. Harry Trapper dicht dran. Und auch Daniel R. Dinsdale lauert da auf seine Chance. Schöne Kämpfe hier im Feld. Die Plätze 4 bis 7 von dem LMDH-Feld ganz, ganz dicht beisammen. So wollen wir das sehen. Die Lücke nach hinten zu Julien Ribot beträgt schon 4,5 Sekunden. Und hier Gabe Zamora hatte wieder einen kleinen Zwischenfall. Gabe Zamora hier schon wieder auf Abwägen mit seinem schwarzen Porsche. Ja, das Ding ist halt rum gewesen. Ja. Hatte ja schon so die ein oder andere Begegnung mit dem LMP. No one can stop me. Inzwischen ist der Tommy durch die ganzen Zwischenfälle auf den 5. Platz nach vorne gekommen. Hier Casey Kirwan kann sich jetzt so langsam von Martin Nedvecek absetzen. Die beiden schon einen riesigen Vorsprung vor dem Rest des Feldes. Alles in allem fahren die Jungs aber wesentlich sauberer, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Diese Strecke hier hat ja so einige Tücken, eine der letzten Naturstrecken, die es noch gibt. So, jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt hier. Ich bin am 5. Platz, Patrick. Das haben wir und unsere Zuschauer schon mitbekommen. Sehr gut. Ich habe quasi den letzten GT3 oder den erstplatzierten GT3 überholt und jetzt ein bisschen frei fahren hier. In dem Tommy gab es wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt nochmal anschauen. Jürgen Kainz, 2. Ah, oh, da ist mir das halt auch passiert, ne? Ja. Ich sage, das ist diese Scheißkurve. Da habe ich ja vorhin schon mit dir drüber gesprochen. Ja, gut, aber wenn er uns eingeschlagen kann, weiterfahren. Das LMDH-Viererpaket hier vorne immer noch ganz dicht beisammen. Jetzt geht's zum Überrundungsverkehr. Ja, da gab es auch einen riesen Unfall, deshalb habe ich da 4 Autos überholt, ja? Ein wildes Gewusel hier, aber alles scheint hier gut zu gehen. Alle reißen sich hier am Riemen. Verrückt. Oh, jetzt gab es hier einen kleinen Zwischenfall und da fliegt der Nächste ab. Oh, 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 da gab es einen Unfall von einem GT3-Fahrzeug. Ciao, F. Magalek, sehen wir hier. Konnte das Auto zum Glück noch abfangen und es gab noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen müssen. So, wie es aussieht. 6 Sekunden hinter mir kommen die LMDHs da. Steven Place. Oh, das war aber auch ungewöhnlich. Oh, das war mal knapp hier, ne? Der verliert das Auto da quasi im Kurvenausgang, ne? Das ist aber auch heftig, ne? Dass der da beim Gasgeben da so weggeht, das ist schon... Ja, aber der ist so anständig und wartet und fährt nicht sinnlos auf die Strecke. Oh my God. Das stimmt, ja. What happened here? Die beiden Gesamtleader überrunden hier Dusan Magyar und gehen jetzt in ihre 13. Runde. Beide noch ganz, ganz dicht beisammen. Da ist noch lange nicht aller Tage Abend. Die zwei haben jetzt schon über 6 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Und hier Nathan Juhe, der Leader in der LMP2-Klasse, 7,5 Sekunden vor Ruben Rodriguez Cortes. Nächster Zwischenfall, wir schalten direkt hin. Dan Griffiths, ja. Oh, das war knapp. Ah, ja, also hier, ja. Der sieht was. Scheiße. Hier musst du wirklich. Herr deiner Sinne sein. Herr Deiner, du musst hier quasi die Traktionskontrolle ausschalten und Vollgas geben. Dann kann es sein, dass du das rumkriegst, aber... Hat er nicht geschafft, eingeschlagen. I have done some very bad things. Christoph Viamme, Leader in der GT3-Klasse,
einer der wenigen Audis im Porsche-Feld, führt hier 2,2 Sekunden vor Mark Kalber, der lange geführt hat und dann aber irgendwo die Führung verloren hat. Hier Cemil Jagnizoglu 1,7 Sekunden dahinter. Und dann zu P4 Diogo Alfonso, schon 5,5 Sekunden Abstand, der wiederum, und natürlich 3,5 Sekunden Abstand zu Mattia Übertalli, der jetzt inzwischen wieder auf P5 angekommen ist, seine ehemalige Startposition. Und auf P6 haben wir dann den Joao F. Magalhães. Tom inzwischen auf P4 angekommen, wow, Sam Watley steht an der Box. Casey inzwischen auf P2 zurückgefallen. Martin hat ihn irgendwo überholt. Jedes Mal haben wir die Überholmanöver nicht im Blick, weil hier so viel passiert. Will Lyon hinten ganz dicht dran, nur 5,5 Sekunden weg. Und dann Jan Nosek auf P4, 8 Sekunden. Martin und Casey deklassieren das Feld hier regelrecht. Überrunden jetzt gleich Steven Place, der am Anfang auch mal einen kleinen Zwischenfall hatte. Nein. Oh, und da hören wir es, Tommy geht fliegen, sehen wir hier, oh, nichts passiert, zum Glück nur eingedreht, aber verliert so einige Plätze, schade. Da kommt von hinten Dusan Magyar an und auch vorbei. Und es gab noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen müssen. Gabel, oh Mann, ey, dann hat es aber auch... So Lidl Tackle. Einfach hinten rein, ey, das gibt's doch gar nicht, ey. Also, warum? Warum kann man da nicht einfach so... sagen, okay, ich lupf mal so und fahre den halt nicht so dicht auf. So. Direct. Target destroyed. Oh, hier, Sam Worley. So ein Arschloch. Ah. Ja, aber guck mal. Das ist so ein Arschloch. Der arme Kerl, Alter. Was machst du da? Was machst du? Ich sag mal so, prinzipiell müsste der eigentlich zumindest gelbe Fahne gesehen haben da, oder? Und ihr habt gehört, Tommy hatte noch einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns gleich mal an. Thomas Silvernagel, oh, hier zu weit rausgekommen auf dem Randstein und rups geht das Auto rum. Ja, und dann ging sie quasi weiter mit... Zum Glück nur eingedreht, gerade ausgerückt und weiter geht's. Und ein bisschen später dann der nächste Zwischenfall. Das war die Geschichte, wo der sagte hier Ghost. Ja, aber... Der hat aber auch nichts zu suchen da. Der hat ja eh nicht gegeben, Ghost Contact. Ja, Gott sei Dank hat mich die Reifenstapel da wieder ein bisschen gerade gedreht, ne? Ja. Vierter Platz, weiter. Tom inzwischen auf P6 wieder zurückgefallen, hinter Jürgen Kainz. Nichtsdestotrotz, trotzdem ein gutes Ergebnis. Hinter ihm kommt Laurent Dumont angerauscht. Hier haben wir den Führenden der LMP2-Klasse, Nathan Juhe, fährt hier ein sehr einsames Rennen. Hier der Führende der GD3-Klasse, Christoph Jamm, hat sich jetzt 2 Sekunden von Mark Kalber absetzen können. Und Casey hängt immer noch hinter Martin Netjecek fest. Dan Griffiths nochmal, selbe Kurve nochmal. Der geht geradeaus. Kommt wieder zu weit raus aufs Grün und kann das Auto nicht mehr halten. Am besten nix. Der kennt den Trick mit Auskoppeln und so, ne? Der rodelt wieder direkt in die Reifenstapel rein. Bam. Alter Vater, ey. Nachdem der Start relativ ruhig und verhalten verlaufen ist, gibt es jetzt doch so den ein oder anderen Zwischenfall. Casey hängt hier immer noch hinter Martin Netjecek fest, der das aber auch super macht. Hier haben wir mal den Kampf um den letzten Top-5-Platz im Bild. Mathis Wittjen, Harry Trapper und Daniel R. Dinsdale ganz eng beisammen. Kämpfen hier um die Positionen 5, 6 und 7. Wir befinden uns jetzt in Runde 18 von 41, also noch nicht ganz die Hälfte geschafft. 19 Minuten sind vergangen. Tommy hier hält sich weiterhin wacker auf P6. Verfolgt von Laurent Dumont nach vorne 5 Sekunden Abstand. Und hier Nathan Juhe, der Führende in der LMP2-Klasse. Und hier haben wir mal den Drittplatzierten in der LMP2-Klasse. Ruben Rodriguez-Cortez fährt hier auch ein tolles Rennen. Wilde Überholmanöver hier. Sehr schwierig für mich als Moderator hier alles auseinanderzuhalten. Aber die Jungs machen das relativ gut hier. Gibt natürlich oft den ein oder anderen Zwischenfall, aber das ist auch der Strecke geschuldet. Und für diese kleine Strecke hier und die vielen Fahrzeuge, die hier unterwegs sind, machen sie es eigentlich alle relativ vernünftig. Hier haben wir mal Mattia Übertalli im Bild, verfolgt von Jose Magalhães. Der ist da gar nicht weit weg, 0,8 Sekunden. Und hier dahinter dann Nils Heckes auf P8, wieder rausgefahren aus der Box. Und es gab nochmal einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen müssen. Boom, eieiei. Steve Place. Steve Place hat auch Auto verloren, ne? Beziehungsweise er ist zu weit rechts links rausgekommen. Und dann segelt er quer über die Fahrbahn und schlägt in die Mauer ein. Boom, ach du Scheiße.
Hier sind wir mal ein Stück weiter hinten in LMB-Feld. José Miguel Galeda auf P11 mitten im Überrundungsverkehr. Hat hier gerade den Tommy überrundet, der immer noch auf P6 liegt. Inzwischen hat Casey Kirwan Marty Netlicek überholt. Schon wieder von uns ungesehen. Sorry, liebe Zuschauer. Und beide setzen sich immer mehr ab. 6,9 Sekunden vor dem Drittplatzierten. Die Jungs gehen jetzt in Runde 20. Aber bis hierhin ist immer noch nie abzusehen, wer von beiden hier den Siegerpokal heute mit nach Hause nimmt. Ein tolles Rennen von beiden. Oh, jetzt kommt aber hier der Martin ganz schön weit raus und muss jetzt abreißen lassen. Hat aber einen super Safe hingelegt. Wird ihm aber ganz schön die Düse gegangen sein, schätze ich mal. Hier die Verfolger, P5, Mathis Wittjen ist hinter Jan Nosek zurückgefallen und auch Harry Trapper, P6. Mathis geht jetzt an Kevin Cox vorbei, der inzwischen auf dem zweiten Platz in der LMP2-Klasse liegt. Es gibt ja hier auch noch die obligatorischen Boxenstopps. Wird der ein oder andere schon seinen Stopp vorgezogen haben, weil er zu viel im Verkehr gesteckt hat, schätze ich mal. Hier Christoph Jam, immer noch 2 Sekunden vor Mark Calver und Cemil Yaglitsoglu. Christoph fährt hier ein tolles Rennen, der einzige Audi in vom Porsche dominierten GT3-Feld. Wird hier überrundet von Daniel R. Dinsdale, P7 in der LMDH-Klasse. Und hier Mark Calver auf P2. Cemil Yaglitsoglu, der Drittplatzierte, der am Anfang mal sich des Gegners entledigt hat, hat 8 Sekunden Vorsprung auf den Viertplatzierten, den Diogo Afonso. Unser Führender zieht hier weiterhin sauber seine Kreise. Martin, wieder ein kleiner Ausritt in derselben Kurve, diesmal aber nicht ganz so weit gegangen. Versucht hier alles, um am Casey dran zu bleiben, aber ich denke mal, so langsam werden dann auch die Reifen sich melden. Hier haben wir den Drittplatzierten, Will Lyon. Oder Laurenz hinter mir hat einen Dreher gehabt. Ja, Nosek inzwischen hat sich ganz ein Stück rangearbeitet. Tommy immer noch auf P6, konnte sich aber jetzt von dem Laurent Dumont ein Stück absetzen. Der hatte bestimmt irgendwo einen kleinen Zwischenfall. Und es gab wieder einen Zwischenfall, den wir uns direkt doch mal anschauen. So, nächster. Dann haben wir hier Daniel Dinsdale, Klassiker. Aber Glück noch Glück gehabt, ne, dass er da so zügig weiterfahren konnte. Ja, weil sich das Auto schön gerade gestellt hat. Nathan Juhe, unser LMP2-Leader, deklassiert seine Gegner hier immer weiter. Direkt hinter ihm Kurt Krumm. Und hier Daniel R. Dinsdale, mal im Bild. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit und es gibt noch nicht sehr viele Ausfälle, muss ich sagen. Toi, 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 super. So einige sind hier schon demoliert. Wir sehen es hier, Gabe Zamora ist heute schon das ein oder andere Mal von seinen Gegnern abgeräumt worden. Unschuldig, fährt trotzdem das Rennen zu Ende, liegt ja auf P7. Und hier haben wir mal Jürgen Kainz im Bild, im blau-gelben LMP2, liegt hier auf P5 in der LMP2-Wertung, der direkte Gegner vom Tommy. Und die nächsten Zwischenfälle? Kurt Krumm. Bekannter Fahrer aus der Major-Serie, verschätzt sich hier beim Überholen und geht geradeaus. Bisschen zu schnell. Er versucht hier einen gröberen Einschlag zu verhindern, reißt hier die Kiste rum. Bom. Dotzt hier nur mal kurz an, kann aber weiterfahren. Und gleich der nächste hinterher. Mark D. Harris. Oh, hui. Ah, das sieht auch aus wie ein Ghost, ne? Porsche. Falscher Position ist 8er. Oh, Frums. Boah, hinten Achse kaputt. Und Spoiler. Aber das ist auch, ne? Achse kaputt, der kommt gar nicht mehr von der Stelle. Und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall. Oh, der nächste. Jonathan C. Guislin. Dann einfach mal ein bisschen zu viel Gas gegeben und rups, geht das Auto rum. Und dann schlägt er auch noch in die Mauer ein. Oh nein. Kann aber, glaube ich, weiterfahren. Ja. Wir haben ihn hier im Bild, war schon zur Reparatur an der Box und ist jetzt wieder rausgefahren. Jetzt ist aber gerade so einiges hier los. Naja, die IMSA-Serie mit ihren 3 Klassen, da ist immer reichlich Action. Und jetzt fliegt der Jonathan Zekuslin schon wieder ab. Wir sehen es hier, kann die Kiste aber abfangen und wieder zurück auf die Strecke bringen. Da wird wohl jetzt das Auto wahrscheinlich auch eine Folgebeschädigung haben und die Konzentration wird jetzt auch ein bisschen nachgelassen haben. Schade für ihn, war eigentlich am Anfang gut dabei. Tommy ist Abstand nach vorn zum Jürgen, jetzt wieder ein Stück größer geworden, so ungefähr 4 Sekunden. Fährt hier trotzdem ein super Rennen, bis auf den kleinen Wackler vorhin und den unschuldigen Stupser. Bisher keinerlei Fehler geleistet und vielleicht ist ja auch noch ein Top-5-Platz drin. Wir haben noch ein ganzes Stück zu gehen und wir haben noch einen kleinen Zwischenfall nachzureichen. Daniel R. Dinsdale auf P5 in der Gesamtwertung. Oh, kommt hier auch zu weit raus und die Kiste fliegt ab. Wen hat's gesammelt? Rodelt hier Richtung Reifenstapel und schlägt ein. Oh,
Eieieiei. Da stand der Jürgen. Oh, und wir sehen es gerade. Jürgen Kainz ist da verunglückt. Ach man, schade. Da müssen wir gleich mal gucken, was da passiert ist. Tommy dadurch natürlich jetzt auf P5 nach vorgerückt. Jürgen kann weiterfahren und wahrscheinlich hat auch noch genug Vorsprung, um den Platz zu halten. Ich hoffe, das Auto ist noch gerade und er kann hier weiterfahren. Wirklich schade. Ihr Platzierter ist 12 Sekunden weg. Tommy dadurch jetzt in den Top 5 angekommen. Das ist ein Freud des anderen Leid. Hallo, bin im Rennen. Ja, Nosek jetzt auf P2. Ich schätze mal, der Martin wird in die Box gegangen sein zu seinem Boxenstopp. Casey Körber hat immer noch weit in Führung. 8 Sekunden Abstand. Jürgen Kainz, oh ja, der war Position 5, da bin ich an dem vorbeigefahren, ne? Ja. Ja, was ist da passiert? Einfach nur zu schnell aus der Kurve rausfahren. Straße ausgegangen, würde ich mal sagen, ne? Zur Zeit, ja. Tom Apromat ist hier im Bild und hier Martin nicht gecheckt, nach seinem Boxenstopp auf T4 wieder rausgekommen. Casey jetzt an der Box. Unser Gesamtleader absolviert hier seinen Pflichtboxenstopp, mal gucken, wo er wieder rauskommt. Hier Christoph Jame hat seinen Boxenstopp noch nicht gemacht. Der Leader in der GT3-Klasse hat hier Peter Spikeman schon überrundet. Der auf P11 hier fährt, hatte am Anfang mal einen kleinen Unfall. Hier Mark Kalber war auch noch nicht an der Box. Bekommt jetzt langsam Besuch von Cemil Jaglizoglu, der nach seinen anfänglichen Eskapaden hier ein vernünftiges Rennen fährt. Casey nach dem Boxenstopp wieder P1 und hier ein kleiner Zwischenfall. Martin Nitticek mal kurz ins Straucheln gekommen, der Gesamtzweite. Kurt Braun, da wird der Puls nach oben geschossen sein. Zum Glück nichts passiert und er kann hier weiterfahren. Allerdings ist natürlich der Anschluss nach vorne jetzt abgerissen. 4,6 Sekunden ist Casey Körber entschwunden. Schade, hat aber nach hinten zu Jan Nosek auch 3,2 Sekunden Abstand. Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Das Rennen biegt jetzt so langsam in das letzte Drittel ein. Die meisten haben jetzt ihren Boxenstopp auch schon absolviert, sind nur noch ein paar einzelne Fahrer draußen, wie hier Kevin Cox, der inzwischen das LMP2-Feld anführt, da der Leader schon an der Box gewesen ist und inzwischen auf dem dritten Platz fährt. Da am Gras haben wir auch eben ein paar schwarze Streifen gesehen, da gab es einen kleinen Zwischenfall, den müssen wir uns gleich mal anschauen. Laurent Dumont, Bomb, einmal eingeplackt. Da haben sich hier so auf die Distanz hin, okay. Er schon wieder. Ich glaube, drei, vier schnelle Runden kriegen sie alle hin. Casey kämpft sich hier durch den Überrundungsverkehr. Hinter ihm hier Gabe Zamora, Nils Heckens und Jonathan Sekuslin. Die hatten alle schon Unfälle. Hier kommt Martin Netlicek, kommt aber auch super vorbei. Harry Trapper inzwischen P5 in der LMDH-Klasse. Und Tommy hier super Top-5-Platz. Hält die Kiste hier auf Kurs in diesem schweren Feld. Was nach hinten reicht, ist Luft. Ja, nach vorne auch. 14 Sekunden. An die Box kommt, oder? Weiß ich nicht. Tom und vor ihm Dusan Magier waren beide noch nicht an der Box, müssen ihren Pflichtboxenstopp noch absolvieren. Der Abstand nach hinten allerdings relativ groß. Weiß er, falschen Gang. Samtos hat geschrieben, ich kann es nicht lesen, es ist zu weit weg. Christoph, ja, immer noch, der Leader war auch noch nicht an der Box. Nissan soll ich fahren, ja, war mal angedacht. Und es gab wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen müssen. José Miguel, das endet in der Reifen. Kann das Auto, wie so viele vor ihm, nicht mehr halten, als er einmal auf dem Gras ist und segelt. Uff, kaputt. Kevin Cox war immer noch nicht an der Box, führt hier weiterhin das LMP2-Feld an. Ich glaube, der will ein paar Führungsrunden sammeln. Nathan Yue inzwischen wieder auf P2 nach vorgegangen. Und wenn Kevin Cox in der Box war, dann gibt es keinen Zweifel dran, wer hier das Feld anführt. Hier Gabe Zamora wird jetzt überrundet von Mark Kalver, der inzwischen auf P4 zurückgefallen ist durch seinen Boxenstopp. Und Nils Heckens hängt da dicht hinten dran und jetzt kracht es, da fliegt der nächste. Ah, das ist doch nicht zu fassen. Jetzt fliegt hier der Mark Kalver beim Überrunden ab. Irre, schauen wir uns gleich nochmal an. Ich glaube, der Mark, der wird hier mehr als bedient sein. Hat am Anfang eine Zeit lang geführt und jetzt sowas. Wer war das? Das war der Drittplatzierte. Ruben Rodriguez Gordes. Hat in der Doppelrechts ein Problem gehabt. Und wir hören, es gab noch einen Unfall. Schauen wir uns jetzt direkt mal beide an. Drittplatzierter.
Zweitplatzierte, Mark Glover. Also der war lange Zeit Zweitplatzierter. Und der kaputte, der Dings, der schießt den ab, oder? Ja. Der Gabe Zamora. Das gibt's doch gar nicht. Was machen die denn? Wieso bremst der jetzt nicht einfach so? Warum fährt er denn da hinten rein? Es ist mir einfach unverständlich, ne? Und hier gleich noch der andere Ausritt. Ruben Rodriguez Cordes. Der geht geradeaus. Bisschen zu schnell in die Kurve, kann die Kiste aber abfangen und den Einschlag verhindern. Oh, das ist natürlich echt ärgerlich so. Kann hier Schlimmeres verhindern, aber natürlich ist der Podestplatz weg. Ihm wird da sicher zum Heulen zumute sein. Ihr seht das, Tommy geht auch vorbei. Und durch diese Zwischenfälle hat Tommy jetzt auf den vierten Platz nach vorne gespült. Allerdings hat er ja seinen obligatorischen Boxenstopp noch nicht absolviert. Schauen wir mal, wo er dann wieder rauskommt. Benz Polser wartet hier geduldig, bis es sich eine Gelegenheit ergibt zum Überrunden. Und schon wieder hat es gescherbelt. Schauen wir uns gleich an. Mark Harris. Oh, oh, oh. Boink. Nicht gut. Vorne im LMDH fällt alles beim alten Casey Kirwan weiterhin 4,4 Sekunden vor Martin Netjecek und der wiederum 3,5 Sekunden vor Jan Nosek. Wenn wir hier Bild haben, dann auf P4 Mathis Wittjen. Und Tom biegt jetzt ab zu seinem obligatorischen Boxenstopp. Splash and Dash, kurz nachtanken und weiter geht's. Wo ist er? Oh, ich gesehen, ey. Higo Oliveira. Oh. Klack, ist der nicht? Ist der nicht nochmal? Der ist doch der vom Anfang, der da am Anfangs abgeschossen worden ist, oder? Ja, die hat halt das Pech gebracht gehabt. Jetzt scheinen hier doch so einige Fahrer den Holzhammer auszupacken. Casey Kirwan natürlich weiterhin in Front. Kevin Cox jetzt auf P2 wieder rausgekommen. Auf P3 liegt jetzt Dusan Magyar und hier unser All-Time-Leader Nathan Jue, besser gesagt der LMP2-Leader. Direkt vor ihm kommt Tommy wieder aus der Box und wird jetzt sogar überrundet. Irre, was der Nathan hier von der Pace drauf hat. Hinter dir ist der Leader. LMP-Leader oder was? Der LMP2-Leader. Nathan fährt hier permanent wahnsinnig schnelle Rundenzeiten und deklassiert das Feld, das komplette LMP2-Feld wohlgemerkt. Der hat aber fast 7000 Rating, also. Tom ist hier auf P5 wieder rausgekommen. Für ihn trotzdem ein wahnsinnig tolles Ergebnis hier in Split 1. Das musste er erstmal hinkriegen, im ersten Split in die Top 5 zu fahren. Harry Trapper jetzt vorbeigegangen. Der Fünftplatzierte der LMDH-Klasse hat auch 5 Sekunden Vorsprung auf seinen Hintermann. Er hat 7000 I-Rating? Ja. Okay, das Auto Nummer 2, der ist mit einer der... Die Auto ist Nummer 1, 2 und 3, sind jeweils Vierten in ihrer Klasse. Von solchen Regionen können wir alle nur träumen. Start Nummer 1, Casey Kirwan, NMDH, Start Nummer 2, Juan. Nichtsdestotrotz legt der Tommy hier ein Top-Rennen hin. Juan Nathan, LMP2 Leader. Ja, lass mich mal. Und hier gab es auch wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns angucken müssen. Dramen spielen sich hier ab, sag ich dir. Dramen. Ist da wieder da vorne Gabe Zamora. Hast du Verschweigen gehabt da? Genau, und wieder der Cemil. Also, haben die hier irgendwelche persönliche Streitigkeiten oder was, ey? Alter. Wollen wir mal hoffen, dass sich die Gemüter wieder etwas beruhigen und das Rennen noch in ein Schlachtfest hier abdriftet. Tom Abromatis haben wir mal im Bild und hier Blaise Aldridge, Jonathan Zekuslin, der heute auch schon so den ein oder anderen Zwischenfall hatte. Ihr seht hier hinten der Heckflügel, der nach vorne. Wackelt hier gewaltig. Nach hinten, keine Ahnung. Wir haben ungefähr noch 10 Minuten auf der Uhr stehen, mal sehen, ob er das hinbekommt. Oder... Der Björn, der schreibt die ganze Zeit im Chat. Ich kann leider nicht antworten, Björn. Ich bin hier voll im Tunnel. Lass uns gleich mal quatschen. Casey Kirwan hat jetzt hier richtig viel Abstand zu seinen Gegnern, könnte eigentlich einen Gang rausnehmen, fährt aber hier trotzdem auf Anschlag. Wir haben auch Cemil Yaklitsoglu, hatte heute auch schon die ein oder andere Begegnung mit seinen Gegnern, kann sich hier aber auf P2 halten. Wurde hier gerade vom Ruben Rodriguez Cortes überrundet, der sich jetzt wieder auf P3 in der LMP2-Klasse befindet. Oh, da war ein bisschen Gras unter dem Auto. Mark Calver, der lange Zeit um den Sieg gekämpft hat, hat jetzt wahrscheinlich sein Auto endgültig abgestellt. Hier mal wieder unseren Leader im Bild und dahinter direkt der Leader der GT3-Klasse. Christoph Jamme auch nach Boxenstopp vorn. Was das zu bedeuten hat.
hat nach seinem Boxenstopp inzwischen über 4 Sekunden Vorsprung auf den Cemil Jaglitschoglu. Fährt hier ein wahnsinnig tolles Rennen, Sahne. Hier Martin Netlecek, der Zweitplatzierte in der LMDH-Klasse und hinter ihm Jan Nosek, 2,2 Sekunden Abstand. Ich schätze mal, da ist auch die letzte Messe noch nicht gelesen. Der Jan hier eine super Pace drauf, aber auch Martin Netlecek gibt sich bisher keine Blöße. Tom Apromatis hier auf P7 und hier P5 vorne, Harry Trepper, P6 dann Julien Ribot. Wildes Durcheinander hier im Überrundungsverkehr, aber alles in allem machen die Jungs das heute relativ vernünftig. Natürlich hat es den ein oder anderen bösen Zwischenfall gegeben, aber das ist meistens so bei den IMSA-Rennen. Gabe Zamora fährt jetzt an die Box, wird wohl wahrscheinlich endgültig sein Auto abstellen. Das Ding ist ja auch schon mehr als krumm. Und während hier Nathan Chu in seine 33. Runde geht, hatten wir im LMP2-Feld noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen müssen. Oh oh. Und da geht der nächste fliegen. Wen haben wir da? Les Andrich wieder mal. Viel zu schnell kriegt die Kurve, ne, und geht segeln. Boah. Kurz vor Schluss eingeschlagen. Alter Vater, ey. I don't think it's funny. Natürlich mehr als schade, so kurz vor Schluss so eine aussichtsreiche Position wegzuwerfen. Wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall. Nächster Zwischenfall. Der Jürgen wieder. Oh, oh. Ja, da war auch viele Fehler eingebaut dann zum Schluss. Er hat weniger Rating wie du. Wieder falsch dran gewesen. Mist. Ich schätze mal, da werden bei einigen auch die Reifen so langsam eingehen und auch die Konzentration wird ein bisschen nachlassen. 45 Minuten, was anderes wie die kurzen Rennen, die wir sonst immer haben. Hier haben wir mal Mattis Wittin im Bild, der Viertplatzierte im Gesamtklassement. P5 hier dann Harry Trapper, kommt jetzt gerade über die Ziellinie. P6 haben wir dann Julien Ribot und hier vorne, wie gehabt, Casey Kirwan. Hier Tommy auch mitten im Verkehr. Vor ihm ein zu überrundender LMP2, Steven Pauwels. Ist Tommy auch problemlos dran vorbeigegangen. Von hinten kommt Tom Apromatis angerauscht. Ja, meine Fresse. Kurt Krumm drängelt hier und Tommy ist genervt. Und Kurt Krumm. Ja. Und wir haben 9. Platz herum, weißt du? Ja, dann Schuhe fügt hier weiterhin unerbittlich durchs Feld. Der nächste Überrundungsvorgang. Cemil Jaglitschoglu, der blau-weiß-gelbe Porsche, P2 in der GT3-Klasse. Hier Jan Nosek auf P3 in der LMDH-Klasse. Immer noch 2,2 Sekunden Abstand nach vorne. Und hier Gabe Zamora hatte heute schon den ein oder anderen Unfall. War ein paar Mal an der Box, ist jetzt wieder draußen und fährt wahrscheinlich das Rennen auch zu Ende. Auch Kurt Krumm hatte heute schon mal einen Abflug mit Einschlag. Fährt hier auf dem 9. Platz in der Topklasse. Hier unser Leader Casey Kirwan zieht unbeeindruckt von allem seine Kreise. Hat jetzt inzwischen einen riesen Vorsprung auf den 2. Platzierten und fährt das mit Sicherheit locker nach Hause. Hier haben wir Martin Netlecek mal im Bild, wird verfolgt von Jan Nosek, der allerdings auch 3 Sekunden dahinter ist. Vor ihm Sam Worley auf P8 in der LMP2-Klasse, hatte heute auch schon einen schweren Unfall, fährt das Rennen trotzdem vernünftig zu Ende. Hier haben wir mal den Jan Nosek, P3 in der Gesamtwertung, tolles Rennen gefahren bisher. Und hier 2,6 Sekunden dahinter Mattis Wittjen auf dem 4. Platz und Harry Trapper vervollständigt die Top 5 in der LMDH-Klasse. Der 2. Platzierte da. Nach hinten zu Julien Ribot, den wir hier im Bild haben, 2 Sekunden Abstand. Immer noch 13 Sekunden weg, der 4. Platzierte. Ich glaube, mit P5 kann Tom heute vollauf zufrieden sein. Bis auf die 2 kleinen Aussetzer, ein Top-Rennen. Ich auch. Christoph Jam hat heute auch ein Mega-Rennen hier hingelegt, der Führende in der GT3-Klasse. Direkt dahinter kommt der Tom angefahren. Er macht einen Undercut. Oh, da steht einer. Und wir haben es gerade im Augenwinkel gesehen, da gab es einen Unfall. Hier sehen wir es auch, da steht jemand. Dan Griffiths. Dan Griffiths haben wir hier. Oh nein, wie ärgerlich. Da kommt der LMP, da kann ich richtig ausholen. Und dann kriegt er seine Linie nicht hin. Einmal auf dem Gras segelt er ab. Nicht angeschützt. Ja, great. Und da hat auch der Casey einen kurzen Moment gehabt. Zum Glück alles gut gegangen.
Kevin Cox auf P2 in der LMP2-Klasse und Ruben Rodriguez-Cortez, der Drittplatzierte. Der Kevin auch ein sehr, sehr unauffälliges, aber effektives Rennen gefahren. Und hätte der Ruben den Ausritt nicht gehabt, hätte er mit ihm um P2 kämpfen können. Aber hätte der Wenn und Aber wisst, das zählt im Rennsport nicht. Hier Dusan Magia im Bild, der Viertplatzierte in der LMP2-Klasse. Und auf P5 haben wir dann natürlich unseren Tommy. Und nächster Zwischenfall. Jan Musek. Der Drittplatzierte hier. Oh, aufs Gas gekommen. Ah, das sieht nicht gut aus. Auf Platz 3 liegend, Glaubset. Mit Einschlag hinten rechts. Kann aber zum Glück weiterfahren. White Flag. Who's alive? Und während sich der LMP2-Leader schon in der letzten Runde befindet, ist jetzt auch Casey Kirwan, unser Gesamtführender, in die letzte Runde gegangen. Was für ein tolles Rennen. Und wie gehört natürlich auch Tommy in der letzten Runde. Direkt vor dir, Casey Kirwan. Einsam und allein, war. Ja, hat bis zur Mitte des Rennens mit dem Martin Netlicek um den Sieg kämpfen müssen. Der hatte dann leider einen kleinen Ausritt. Und Casey konnte sich davon stehlen. Hier haben wir den Martin mal im Bild. Auf P3 Jan Nosek. Und der aktuell Viertplatzierte in der LMDH-Klasse hatte auch nochmal einen kleinen Ausritt, den wir uns anschauen müssen. Letzte Runde, Mathis Wittien. Bisschen zu schnell. Hat nur noch Platz verloren. Verbremst sich und rodet geradeaus. War nicht ganz optimal erwischt, da die Kurve. So, jetzt gucken wir mal gleich, was der Björn da alles geschrieben hat. Er weiß doch, dass ich das nicht lesen kann. Und da geht Nathan Schuhe auch über die Ziellinie. Herzlichen Glückwunsch an unseren LMP2-Leader. Und hier Casey Kirwan, der Gesamtführende. Herzlichen Glückwunsch an unseren Winner. Super gemacht. Wahnsinn. 4 Liter im Tank. So, jetzt muss ich mal lesen. Herzlichen Glückwunsch, Tommy. Top 5. Geil gemacht. Steven Blaze kommt ja auf P8 ins Ziel. Und hier der Zweitplatzierte der LMP2-Klasse, Kevin Cox. Dahinter Jan Nosek, der Drittplatzierte der LMDH-Klasse. Und hier kommt der Sieger der GT3-Klasse. Einen ganz herzlichen Glückwunsch, Christoph Biam. Herzlichen Glückwunsch. Ja, komm doch in den Discord rein. Oh. Nein, ich schiebe keine Autos durch. Und er hat 6 Minuten irgendwas gefahren da mit dem Lotus 79 auf der Nordschleife. Ah. Ja, 5. Platz, Patrick, mehr war nicht drin, ey. Das war doch cool. Ja, muss mal gucken, der eine Dötzer da, den ich da gekriegt habe. Doch wirklich ein Ghost Contact war. Ach, da ist er doch. Ja, der Ackermann. Man hört sie nicht. 1, 2, 3 sprechen. Hallo Pierre. Ja, hi. Ich habe Pfeil heim gefahren, da können wir uns gleich nochmal die Hinfälle angucken. Kannst du mal mit reingucken, Pierre? Nö, das ist LMP. Ich bin schwer erst enttäuscht von dir, Tom. Lumpenpack. Ich bin so enttäuscht von dir. Aber, okay. Weil ich dachte, du fährst jetzt Nissan oder Audi auf Le Mans und dann drücke ich da rein und dann fährst du den gar nicht. Das sind gerade 38 Mann auf der Strecke. Oh, das aber Le Mans, schön, Le Mans was ist... Das machen wir nächste. Also tatsächlich... Ja. Mach mal Samstagabend. Samstagabend. Nee, ich sag... Podcast-Rennen Audi 90 oder Nissan GTPX Le Mans. Den Audi 90 habe ich schon mal gar nicht. Ja, dann fahren wir Nissan. Höllenmaschine. Also, du Nissan, ich Audi. Du kannst mich anschieben. Genau, ich bin nur dafür da, um dich anzuschieben. Ne? Das wär's genau. Doch. das klingt nach einem sehr vernünftigen Plan. So. Liebe Zuschauer, ganz lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao! Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu führen. Wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.